Hey Leute, ich begrüße euch zu Pokémon Smaragd Wedlock Challenge. So, ich habe mein Pokémon geheilt, aber mein Pokémon ist wieder angeschwächt, weil unterwegs war ein Pokémon, wo ich nicht flüchten konnte. Da musste ich doch kämpfen. Und Maro trägt ein Item. Ein Nugget, oh, das gibt Fettkohle. Gut, wir gehen hier weiter auf der Route. Hier sind ein paar Pokémon. Ah, Doppelkampf, warum? Warum mache ich das? Warum? Ich hätte sie von der Seite ansprechen können, wäre es kein Doppelkampf gewesen. Verdammt! Starten wir nicht gut in diesen Part, Leute. Okay, sie haben beide nur ein Pokémon. Okay, ein Abra und Magnetilo. Was haben wir vorne? Nico und Jackie. Ja, okay, ne, ist eigentlich, ja, ist alles okay. Ist alles okay. Ist alles okay. So, alles erstmal auf ein Pokémon. Der ist kein Kraftreserve. Er hat gar keinen Schaden gemacht. Okay, keine Ahnung, was das für eine Kraftreserve ist. Das ist mir auch völlig egal. Du blickst dich tot. Geil. Sehr gut, Nico. So, da haben wir eine Bedrohung schon mal weg. Was haben wir eigentlich gewonnen? Ich meine, ein Magnetilo gegen zwei Pokémon. Was will der machen? Ah, der ist hier. Ah, der ist ja hier. Typ Stahl, Elektro. Das heißt eigentlich, wir haben total die Arschkarte. Wir haben einfach mal gar nichts, was den Schaden macht. Das ist nicht sehr effektiv. Wir haben immerhin drei Treffer. Ah, verdammt, wir sind verwirrt. Hat sich vor Verwirrung selbst getroffen. Jetzt mal gucken, was Donnerschlag an Schaden macht. Okay, direkt eine Paralyse. Haltparalyse. Hier auf Nico, so. Weil Duplexiv hat ein bisschen mehr Schaden gemacht als Megasaur, gell? Drei Treffer, wenn es fünfmal trifft, ist richtig gut. Und der Check hier sowieso verwirrt ist, ist eigentlich gut, mit ihnen Items gerade einzusetzen. Nehmen wir noch einen Trank. Kein Interesse daran, Nico zu verlieren. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich noch ein Pokémon auf der Box? Ich glaube nicht, ne? Das letzte, was wir gefangen haben, war Puck. Oder? Keine Paralyse, gut. Ja. Wir haben keine AP mehr. Ach. Tackle wird, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden machen. Wenn ihr gesteckt einschläfern können mit Gesang. Er ist immer noch verwirrt und... Ach, komm, ey. Blitz! Genauigkeit sinkt. Komm schon. Danke. Okay, Tackle macht noch weniger als Megasauger. Ach nein. Blitz geht daneben. Jackie ist immer noch verwirrt, aber Mega sogar trifft. Komm, Volltreffer tot. Volltreffer tot. Normaler Treffer reicht auch. Sehr schön. Okay, mit Nico können wir jetzt eigentlich gar nichts mehr machen, da er gar keine Attacke. Hauptsache, der ist auf Level 19, um nur einen Attack zu angreifen. Da lief irgendwas verkehrt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit wir entfernt sind von irgendwas. Maru hat schon wieder ein Item? Was ist denn da los? So. Ein Fluchtseil, gell? Elixier gefunden. Pokéball gefunden. Liegt hier auch was? Nö. Hier? Nö. Hier? Nö. Nö. Nö, nö. Ja, geil, Alter. Kein einziges wildes Pokémon wird gefunden. Also getroffen.
Das freut mich. Angler. Hey, schleich dich nicht so von hinten heran. Warum nicht? Wir wollten nicht so einen Kick so BÄM in das Wasser geben, aber hat leider nicht funktioniert. Okay, Tentacher. Josmaru. Frosch im Hals. So, Kopfnuss. Nehme ich auf Frosch hier. Also. Boah, ich dachte schon, leicht vergiftet. Zum Glück nicht. Ah, fast Level 19. Weimar. Ja, fetter Wal. Wo sind seine Augen? Und wo ist seine Nase? Puh, der hält viel aus. Der hält viel aus. Ah, der gibt uns bestimmt auch richtig fett EXP. Ah, Angriff runter. Ne? Reicht Kopfnuss? Müsste aber denn noch reichen, oder? Oh nein. Natürlich reicht es nicht. So, kommt noch eine Kopfnuss. Damit haben wir Wildmare besiegt. Maru erreicht Level 19. Lernst du irgendwas Neues? Nö, ne? Da kommt noch eins. Okay, wechseln wir. Blech! Ja, noch zwei Pokémon. Hm. Was soll ich eigentlich vertacken? Machen Geduld. Geduld ist gut. Oh, Walzer. Ah, okay. Stimmt, wir sind im Boden. Ha. Ah, Walzer wird immer stärker. Da müssen wir aufpassen. Erzeugt Energie. Aquaknarrer Tackle. Aquaknarrer. Ja, macht Lehmschuss gut Schaden? Ich glaube ja wohl eher weniger, oder? Doch, Lehmschuss macht richtig gut Schaden. Boah, jetzt macht das schon 10 Schaden. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier, ne, ein Ende setzen. Nicht gut, nicht gut sowas. So, sind wir Level 20 auch schon. Gesichter braucht keine Sau. Nicht erlernen, danke. Als nächstes Tentacher. Ich glaube, Bodenattacken doch sehr effektiv auf Gift, oder? Wir werden es jetzt sehen. Wobei ist auch Wasser, ist neutral vielleicht. Nee, 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 nee. Gibt ihn voll hart. Spieler besiegt. Ba, 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 ba. So, dann haben wir diese Route auch endlich fertig. Sollen wir dann eh nichts machen? Das ist ein alter Herr. Erstmal kassieren wir hier noch ein paar Bären ein. Die ziehen wir einfach korrekt ab. Möchtest du die pflücken Nana-Bären? Drei gepflückt, aber haben wir 9 Stück. Ist ja unfassbar. 2 Straßen, eine oben, eine unten. Eine Straße für Menschen, eine für Pokémon. Das ist nur recht und. Recht und billig. Warum ist das billig? Ne? 2 Straßen ist teuer. Wäre das nicht ein Spaß, mit einem Fahrrad volle Pulle den Radweg entlang zu düsen? Das wäre echt ein Spaß, mein Freund. So. Mal. Keine Ahnung, irgendeine Stadt. Hi, hast du in letzter Zeit Fernsehen? Da gibt es jetzt eine Menge coole neue Shows. Fernsehen ist so toll. Hm. Ja, ich habe lange kein Fernsehen mehr geguckt. Wenn ich doch nur ein Rad hätte, dann könnte ich nach Grappoport City zum Einkaufen fahren. Dort würden mir das ein Hafenbrief und noch mehr. Ja, ja, ja. Da hustet jemand. Erstmal haben wir hier ein Item. Randy hat X-Tempo gefunden. Okay. Das ist ein Pokémarkt. Da könnten wir eigentlich mal hingehen und Sachen verkaufen und kaufen. Das machen wir auch direkt mal. Verkaufen. Trank gegen Gift. Jesus, braucht man eigentlich gar nicht. Ich habe mit sowas noch nie gespielt. Leidenschaft. Was haben wir sonst noch? Bla bla bla. Ja, komm, so ein Queen Briefe. Brauchen wir auch nicht. Sonderbonbon Nugget.
Elixier X Tempo. 14 Pokebälle nehmen. Okay, wobei die können wir eigentlich behalten. Jo. Kaufen. Superbälle. 10 Stück. Für den Fall der Fälle. Supertränke. Auch mal 10 Stück. Kein Schutz. Das ist ärgerlich. Scheiß Supermarkt hier. Meine Fresse, nicht mal ein Schutz. Ey, du kommst hier nicht rein. Ah, eine dämliche Biene, die da draußen rumfliegt. Oho, die Leute nennen mich den Z-Trümmer, aber ich finde den Namen unter meinem Niveau. Ich verdiene doch mal etwas mehr Respekt. Man sollte mich Z-Trümmerer Meister nennen. Wow, dein Pokémon sehen wirklich sehr stark aus. Das sehe ich gern. Hier, nimm diese VM. Wir erhalten VM Z-Trümmerer vom Z-Trümmerer Meister. Diese VM enthält Z-Trümmer. Wenn du unterwegs auf große Felsbrocken stößt, dann nutze diese VM, um den Fall frei zu machen. Puh, okay. Machen wir. Dankeschön. Selbst wenn du mit dem Rad fest könntest du Pokémon anspringen. Warst du schon im Raddels-Raddelladen? In Raddels-Raddelladen, okay. Wusstest du, dass du von hier lange in Richtung... Ja, okay. Walzer. Wen wollen wir Walzer beibringen? Puck. Walzer ist eine Gesteinsattacke, oder? Gestein, ja, ist echt eine Gesteinsattacke. So, ich puck sie bei. Ja, komm, wir bringen. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ist wahrscheinlich schon so verkehrt. Ja. So, die Straßen dieses Ortes führen nach Norden, Süden und nach Westen und Osten, aber reisen hier doch so viele verschiedene Leute durch. Das Heiko. Gehen wir erstmal ins Pokémon Center. Ich weiß gar nicht, ob der gegen uns kämpfen will. Wir heilen. Danke. Danke, dein Pokémon ist wieder topfit. Komm jetzt wieder vorbei. Mach ich. Dankeschön, Dankeschön. So. Hier unten ist Arena? Ne, Spielhalle. Okay, die Spielhalle wollen wir nicht. Da wartet Heiko auf uns. So, gehen wir doch erstmal in die Spielhalle. Mal gucken. Wobei hier. Ah, ne, Spielhalle. Ne, ich will nicht spielsüchtig werden, ganz ehrlich. Wer weiß, wie lange ich schon drin sitze. Gut, hier ist der Fahrradladen. Nun haben wir hier eine höchste Kunde nicht. Danke, du hast der Radl zu sagen. Ich bin Besitzer von Shop. Eine Turbo-Dritte. Oh, sehr schön. Ja, ich komme von sehr weit weg. Ganz weit weg. Meine Güte, was für ein Weg. Hier hast du ein Rad, ey. Ja, komm, gib uns einfach das Fahrrad, ey. Oh, Eilrad oder Kunstrad? Ja, ja, wir nehmen das Eilrad einfach mal. Mit dem können wir jetzt auch diese Rad... Ebene dann langfahren, wo wir eigentlich trainieren könnten noch. Will ich noch ein bisschen trainieren? Müsste ich eigentlich nicht. Ne, nicht Pokémon. Nicht Pokémon! Beutel! Da, Eilrad. Wählen! Wow, was für eine Geschwindigkeit. Ist alles? Schneller ist es nicht? Okay. So. Onkel, ich glaube, es liegt an den Pokémon, dass dieser Junge mehr Pep hat, aber er hat zu viel Pep. Oh, bitte, Onkel, bitte. Ich möchte in dieser Arena antreten, um zu sehen, wie gut ich bin. Bitte, darf ich bitte, Onkel. Nun, hör mal auf, Heiko. Seitdem du Pokémon zusammenlebst, bist du viel stärker geworden. Aber du überforderst dich, wenn du plötzlich in eine Arena antrittst. Ich bin nicht überfordert. Wenn ich diese Kräfte von Trussel kombiniere, besiege ich jeden. Hi, Randy. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, bin ich viel stärker geworden. Möchtest von dir und auch von meinem Onkel verstanden werden. Randy, bitte willst du gegen mich kämpfen? Ja, komm her. Jetzt komm ich. Heiko, kriegst eine Klatsche.
Der gute alte Heiko. Er hat ein Pokémon, ist das dein Ernst? Ein Pokémon, Heiko? Hast du auch kein zweites gefangen? Ich habe dir gezeigt, wie es geht. So, was benutzen wir? Wir benutzen natürlich die Kopfnuss. Konfusion. Wow! Was denn von Volltreffer? Ich sag Kopfnuss. Ich glaube, es hat wohl einen Sinn hier. Heiko, no! Ich hab verloren. Hast du, Heiko, hast du. Onkel, ich gehe zurück nach Wiesenflur. Randy, herzlichen Dank. Trainer zu sein verlangt viel von einem, oder? Man besitzt nicht einfach nur Pokémon und lässt sie kämpfen, um ein richtiger Trainer zu sein. Braucht es mehr. Heiko, du brauchst es deshalb nicht so niedergeschlagen zu sein. Was hält dich davon ab, stärker und stärker zu werden? Nichts. Komm, gehen wir nach Hause. Da warten sie alle schon auf dich. Ja. Zieh dich ab, Heiko. Randy, wir dämmert es so langsam. Du bist ein Trainer seit... Was sein, der sich damals um Hybrid gekümmert hat, als er sich sein S-Pokémon fing. Warum besuchst du uns nicht irgendwann in... Heiko würde sich freuen. Heiko freut sich, okay. Hey, ich habe diesen Kampf beobachtet. Du bist ein Freund von diesem Jungen, von Heiko, oder? Aber du hast dich nicht zurückgehalten und ihn beeindruckend besiegt. Ja, das ist es, was Pokémon-Kämpfer ausmacht. Ich bewundere solche Trainer. Ich freue dich an. Hä? Naja, was, wir halten uns nicht zurück, hä? Wenn der Kampf will, kriegt er einen Kampf. Kriegt er direkt eine Kopfnuss und dann eine zweite Nummer vorbei. So, wir heilen unsere Pokémon noch einmal. Danke. Komm jederzeit wieder vorbei. Mach ich. Danke. So, und dann können wir im nächsten Part uns die Arena widmen. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin und ciao.